Okay, willkommen in Taru. Wir haben diese beiden Flüchtlinge erwischt. Diese dummen Köpfe. Haben die gedacht, sie könnten entkommen? Ich zeige euch die Kraft meines neuesten Panzers. Sieht so aus, als wären wir wieder im Gefängnis. Was machen wir jetzt? Wir müssen sie doch retten, oder? Ja, wir müssen schnell etwas unternehmen. Wir sollen hier auf einmal so richtig auf die Pauke hauen, oder was meint ihr? Lass uns mal lieber etwas ruhiger angehen. Es könnte sonst Unschuldige verletzt werden. Also dann... Fasst die beiden nicht an, lasst sie in Ruhe. Was denkt ihr, wer ihr seid? Ich habe euch gerade erwarnt. Geht zur Seite. Wir sind Tama und die Gefährten und wir werden hier Welt retten. Was soll das? Oh, ich muss nicht mal selbst kämpfen. Das machen die von allein. Du bist die mächtige Selan. Was soll der Unsinn? Ich mag es nicht, wenn man mich so nennt. Wir haben uns schon einmal getroffen. Er war in der Höhle, als der Feuerrubin gestohlen wurde. Mächtige Selan, nun wirst du dafür zahlen. Ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht so nennen. Hast du was in den Ohren? Ich hätte euch nicht hier erwartet. Was wollt ihr in diesem Land? Wir wollen, dass du die beiden gehen lässt. Außerdem wollen wir ganz gern noch einen Motor von deinem Panzer. Was hast du gesagt? Habt ihr das alles gehört? Ich glaube, die wissen nicht, in welcher Lage sie sich befinden. Das kommt sicher von der Angst. Meine Armee ist die stärkste Welt und dieser Panzer hier ist unschlagbar. Ihr habt einfach keine Chance, das müsst ihr doch einsehen. Guy? Hast du jemanden im Schlaf sprechen hören? Hier scheint keiner zu schlafen. Also hat keiner im Schlaf gesprochen, was haben wir denn gerade eben gehört? Nun jemanden, der absoluten Schwachsinn verbreitet. Schnauze, schnappt sie alle! Idiot. Doch, Idioten. Baka. Halt. Kann sie... Nee. Dann eben draufhauen. Magie sparen. Und nicht vergessen. Magie sparen. Söldner. Das sind so nur Söldner, noch nicht mal so richtige Taru-Soldaten. Autsch. Dann 10.000, noch ein Level Up für Tama und für Remo. Vier Leute waren die ganze Armee. Ich hab doch gesagt, der verzapft nur Unsinn. Okay, ihr habt es so gewollt. Nun bekommt ihr es mit meinem Panzer zu tun. Ha! Tuka, Tuka, Tuka. Yay! Stahlross und der König da hinten mit der roten Flagge sieht lustiger aus. Machen wir mal Fury, Angriffskraft. Und dann haben wir noch Speedy, Geschwindigkeit. Draufhauen. Himmelskraft gegen lichtempfindliche Gegner. Trifft Gegner sehr hart, okay. Autsch. Macht nicht das her, was ich gerne hätte. Also schnell genug sind meine Charaktere auf jeden Fall mal. Kugelhagel. Was, der greift nur... Autsch, ist der einfach. Machen wir Jungbrunnen, halb KP. Dann noch einmal Panzer drauf. Magiestein für unseren Rotea. Für bessere Heilung und schöner Leuchten. Aber Remo hält das nicht lange durch, naja. Egal, sie wird schon damit klarkommen. Kugelhagel, bam. Stört uns nicht, das ist
ziemlich schwer. Aha. Feldhieb. Wirksam gegen starke Gegner. Draufhauen. Halt. Und dann kann sie gleich mal ein bisschen Magie testen. Samurai bringt nicht so viel, wie ich gerne hätte. Aber da. Aber ist vielleicht etwas sehr Effektives dabei. Das auf jeden Fall nicht. Das muss mindestens 500 bis 600 her machen, wenn es effektiv sein soll. Feuer ist es auf jeden Fall auch nicht. Klick, klack. Ditch. So, draufhauen. Der versucht mal die Frostfee. Er versucht den Drachen. Und er heilt mal schön alle. Habe ich gerade Selan R genannt? Nee, Drache ist es auch nicht. Frostfee, das wäre bei ihnen schon bei 300 gut. Auch nicht. Draufhauen, draufhauen, Ton, nee, das hatten wir schon. Okay, da gibt's nichts mehr. Palor, Drache, Phoenix, alles schon durchprobiert. Nichts macht mehr, extrem mehr Schaden. Okay. Wenn so ist. Wow. Wobei, wiederum gut. Heilung für sie und sie kann sich die MP wieder aufladen. Warum halt für ihn gibt's? Und der hat halt nichts wirklich Gescheites. Außer den hier. Und Himmelskraft mal. Macht auch nicht mehr Schaden her. Okay. Normale Angriffe. Da, Raketensturm oder die starke Fähigkeit. Stärke auf alle und draufhauen. Brandbombe. Haut gut bei allen rein. Schädelhieb. Da reicht's für nix. Draufhauen. Champion. Fury, noch mehr Schaden für einen Angriff. Okay, das macht nicht mehr viel her. Okay. Angriff, angreifen, angreifen, angreifen. Da. Kugelsturm. Ich sag nur WTF. Das macht mal wieder sowas von viel Schaden her bei jemandem namens Tama. Dafür kann Tama jetzt einen Schädel wieder raushauen. Und der Gegner ist
besiegt und gibt total sowas von kein Geld. Naja, Seelan Level ab. Motor erhalten. Yay! Ich dachte, den hätte ich gerade vernichtet. Das darf doch nicht wahr sein. Ah.